Wovon singst du in deinen Liedern? Ich singe eigentlich von mir selbst meistens. Das hat mit meiner Familie angefangen. Das hat erst mit meinem Bruder angefangen. Zu der gleichen Zeit, wo ich gerade erzählt habe, hatte mein Bruder nämlich Aufenthaltsprobleme. Wir haben damals, also ich habe ihn damals nach Bordeaux geschickt, weil hier nicht mehr geklappt hat. Er hat die Papiere nicht bekommen. Und dann war er da in Bordeaux und ich war am Arbeiten in dem Laden. Plötzlich kriegen wir einen Anruf, mein Bruder ist verschwunden. Der war weg, der war nicht mehr zu finden. Ich wusste, ich kann meinen Bruder nicht alleine lassen, weil mein Bruder hat ein schwieriges Leben als ich. Und der war immer alleine, immer so ein Einzelgänger. Und der kam das erste Mal nach Deutschland, da war er 19, da durfte er nicht mehr bleiben. Und meine Mutter hat auch keine Ahnung, ich war noch zu jung, um überhaupt zu helfen. Dann ist er 3 Monate geblieben, dann haben wir ihn wieder zurückgeschickt. Und beim zweiten Mal ist er von Kongo nach Moskau, hat man ihn in Moskau angehalten. Ohne Grund, wir hatten alle Papiere, Flug hatten wir bezahlt, ohne Grund, grundlos wurde er wieder zurückgeschickt nach Kongo. Das war das zweite Mal. Und das dritte Mal habe ich gesagt, so, jetzt werde ich ihn einfach kidnappen lassen. Der wird gar nicht wissen, keiner von meiner Familie wird wissen, dass überhaupt nach Europa kommt. Ja. Ja, und so habe ich ihn, meinen besten Freund gesucht, der oft nach Kongo gefahren ist und hat die Papiere fertig gemacht. Und eines Tages kam jemand vorbei, hat den Anzug mitgenommen, ganze Klamotten mitgenommen, so, wir haben eine Überraschung für dich und hat ihn angezogen. Der hat, da muss man sagen, der hat vorher 5 oder 2 Wochen lang nicht gegessen. So schlimm war die Situation. Ich musste meinen Bruder aus Kongo erstmal rausholen. Und ja, hat ihn zum Flughafen gebracht. Der war total, der wusste gar nicht, wohin das geht. Und er kam mit einem Behindertenminister, der nach Frankreich wollte. Und dann ist er hier, hat dann mich von Brüssel, Frankreich, Brüssel, dann hat man meinen Bruder, habe ich meinen Bruder wieder bekommen. Aber ich habe ihn nicht wiedererkannt. Sein Gehirn war schon wie zurückgebildet, wie von 5 Jahren. Ein Kindesalter von 5. Ich habe meinen Bruder nicht mehr erkannt. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich immer 3-mal versucht, nach Europa zu kommen. Der hat da schon alles, der hat gar keine Zukunft mehr gehabt. Ne? So, auf jeden Fall habe ich, der war hier, hat es nicht geklappt, habe dann ihn nach Bordeaux gebracht und da war er verschwunden, hat es nicht geklappt. Und da habe ich angefangen, da habe ich meine Gitarre gepackt und da habe ich gesagt, das kam einfach von alleine raus. Dann habe ich angefangen, für meinen Bruder ja, Texte zu schreiben erstmal. Das war irgendwie, weiß nicht, Weihnachten 2005 oder so. Hab ich gesagt, ich kannte mal so einen Laden, so ähnlich wie hier. Hab ich gesagt, weiß nicht, wo mein Bruder ist und ich suche meinen Bruder und ich muss von den Leuten, ich muss einfach meine Gefühle rauslassen. Hab meine Gitarre gepackt und dann bin ich in einer Kneipe gegangen. Ich möchte Silvester hier verbringen und einfach nur spielen. Und ich konnte vielleicht nur 2 oder 3 Noten. Das wäre mir scheißegal. Ich habe die ganze Zeit dasselbe gespielt. Ich habe da gesessen. Ich habe die Leute immer dasselbe Stück von meinem Bruder gespielt. Und so habe ich versucht, Weihnachten, Silvester in Verbindung meinem Bruder in Verbindung zu finden über die Musik. So ist das entstanden, dass ich da angefangen habe, mehr Texte zu schreiben. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas ist da, weil ich habe mit dem Song von meinem Bruder angefangen, das hat gar nicht mehr aufgehört, das kam immer wie Blitz, kam das raus, mit Afroplastik. Und an dem Tag, soll ich das auch erzählen? Ich weiß ja nicht, wo die Reise hingeht. Pass auf, ich sag dir nachher, ob du das hättest erzählen sollen oder nicht. Na, erzähl das jetzt. Also die Geschichte, warum ich Musik mache, das hat auch viel mit Blitz zu tun. Deswegen heißt meine Musik ja Blitzmusik. Das heißt nicht umsonst Blitzmusik. Musik Yakake heißt es auf Lingala, die Nationalsprache der Kongolesen. Das hat mit Blitz zu tun, weil ich schon mal jemand mit einem Blitz geschlagen habe. So. Die Geschichte ist so. Ich habe mal mit jemandem, ich möchte jetzt nicht die Nationalität sagen, mit jemandem hatte ich was zu tun gehabt und der hat versucht, mich halt so auszunutzen. Da habe ich gedacht, okay, Anfang war er noch okay, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber irgendwann wollte ich mehr haben, aber da habe ich gemerkt, nee, das spielt er nur mit mir und das
funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass ich irgendwie so ein Typ, aber ich irgendwann habe gedacht, ich muss ihm meine Meinung sagen und die ganze Geschichte einfach brechen, ja, weil ich keine Lust mehr habe. Ja, dann bin ich zu ihm gegangen, da habe ich schon mit Musik angefangen, ne? Zwar noch nicht so extrem. Da bin ich zu ihm gegangen, dann habe geklingelt, habe ich versucht, meine Meinung zu sagen, dass ich die Beziehung beenden möchte und nicht mehr möchte und so. Auf einmal, ich habe da so gestanden, darf ich aufstehen? Ich habe da so gestanden, wir haben so geredet und ich habe mit Händen und Füßen geredet. Auf einmal kommt aus diesem Hand kommt ein Blitz und schlägt ihn und er fällt auf den Boden. Er guckt mich an wie ein Auto und ich gucke ihn an wie ein Auto. Wir wissen beide nicht, was geht hier ab. Und da war die Geschichte erstmal zu Ende. Also wir hatten keine Worte mehr gefunden. Aber das war schon zu extrem. Eine extreme Situation für uns beiden. Und wenn ich mir wusste, okay, die Geschichte ist jetzt klar, es ist zu Ende. Ne? Da bin ich rausgegangen. Am nächsten Tag wollte ich zur Arbeit gehen. Da sah ich den gleichen Typ nochmal. Der wollte gerade sein Auto aufmachen und guckt wieder die Frau an, die gestern den Blitz geschlagen hat. Und diesen Blick werde ich niemals vergessen. Da gibt es keine Worte mehr. Und seitdem habe ich angefangen zu überlegen, was bist du überhaupt für ein Mensch? Wie kommt das? Und da habe ich angefangen, über meine Herkunft nachzudenken, weil ich immer gesagt habe, oh, Voodoo und die ganze Sache, nee, will ich gar nicht hören und so, interessiert mich gar nicht und das ist alles so, ja, ich will gar nicht, weil ich bin Christ und so weiter. Aber das Problem ist, wenn man immer alles abschiebt und sagt, nee, ich will das nicht, ja, ich will das nicht. Ja. Und da kommt genau das, kommt das zu dir. Immer wenn du sagst, never, never, ja, irgendwann kommt doch, ne, und hast du gemerkt, wie der Jens immer schon so Supermarkt weg ist? Ja? Der hat so ein bisschen Angst vor dem Blitz. Und seitdem habe ich dann versucht, diese Fähigkeit, die ich habe, habe ich versucht dann mit Musik zu verbinden. Weil es ist genauso, wenn man wütend ist und sein Gefühl rauslässt, man kann das über Musik machen, ja, oder etwas, egal was ich mache, es hat ganz besonders mit Musik zu tun. Das kommt einfach, wenn die Stimmung da ist und wenn ich gerade was erlebe und das verarbeite, kommt das genau das gleiche wie dieser Blitz. Es kommt plötzlich. Ich kann in 10 Minuten kann ich jetzt einen Text schreiben. Ich kann mal genauso, wenn jemand irgendwas spielt, ein Beat mir gefällt, fällt mir gerade was ein, was ich improvisieren kann. Was dazu passt, ja, also wenn es das Gefühl da ist und Melodie mir im Ohr passt und so weiter. Also das kommt alles immer oft so wie ein Blitz raus und die ganzen Texte, die ich schreibe, oh, es kommt immer, entweder brauche ich lange nachzudenken oder aber es ist da. Das ist dieser Blitzzustand, das ist Blitzmusik. Afroplastik ist Blitzmusik.